Hallo, ich grüße euch. Ein neuer Look fürs Jahr 2021 und ich möchte euch auch ein neues Set vorstellen, was ich zum ersten Mal gebaut habe. Wobei ich da gar nicht so sicher bin, ist das jetzt wirklich so toll, wie ich es mir vorgestellt habe, oder ist es vielleicht nur semi-gut? Mal gucken, was ihr für eine Meinung habt. Ich vergleiche heute das Xingbao Merry-Go-Round mit der Hans-Christian Andersen-Lizenz mit dem Lego-Karussell. Viel Spaß dabei! Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut. Ich bin der Martin von Natol Afol. Ein frohes neues Jahr an dieser Stelle. Dieses Video wird mit Sicherheit nicht mehr in 2020 rauskommen, sondern im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Wir hoffen alle mal, dass wir ein wunderbares 2021 haben werden. Naja, das letzte Jahr war für mich gar nicht so schlecht. Zumindest was Lego angeht, habe ich unheimlich viel Freude gehabt. Der Rest war zum Vergessen, das wissen wir aber alle. In diesem Jahr möchte ich mit einem Video beginnen, in dem ich das Hans-Christian Andersen Merry-Go-Round von Xingbao vorstellen werde. Das Ganze, finde ich, kann man super vergleichen mit dem Lego-Karussell, und zwar dem aus dem Jahr 2017. Und als erstes zeige ich euch mal kurz den Aufbau von, ja, so weit, wie ich Lust habe zu filmen beim Aufbau des Merry-Go-Rounds. Alles fertig sortiert. Hier mal die Anleitung mit offizieller Broschüre drauf. Da haben wir die Dächer und die Aufkleber. Und hier ist das so ein Inlay-Karton drin. Das finde ich echt schön. Da kann man toll die Tüten sortieren. 12 Bauabschnitte. Und die Verpackung, die ist so komisch gewickelt. Also so einmal drumherum, überall mit so Tesafilm festgemacht. Also man kriegt es kaum raus und auch schlecht wieder rein. Ist halt so. Die Bauanleitung ist völlig okay. Was neu gebaut wird, ist farbig. Das andere so ein bisschen ausgeblichen, ausgegraut, wie es heißt. Ja, und beim Aufschlagen fällt einem so auf, das ist schon Richtung des anderen, also des Lego-Karussells. Es wird ähnlich gebaut, man hat wahrscheinlich so ein bisschen Flashback an dem Ganzen. Aber Sorgen mache ich mir jetzt nicht, dass ich es nicht hinbekomme. Ich denke, das sollte kein Thema sein. So, auch mal von hinten die Anleitung. Und was natürlich bei uns nicht geht, sind die Figuren. Die gibt es nicht im deutschen Raum, deshalb brauchen wir auch nicht gucken, wie die zusammengebaut werden. Die sind halt einfach nicht dabei. So, da haben wir den ersten Bauabschnitt hinter uns und so sieht das Ganze jetzt aus. Das Dümmste sind hier diese Dreiecke. Da ist nichts drunter. Also, ich verstehe das gar nicht. Ich habe im ersten Moment gedacht, ob da was vergessen wurde. Denn, nee, da ist tatsächlich nichts drunter. Und das Bauen mit Platten, unter denen nichts ist, ist einfach die Hölle. Das ist Mist. Überall hält's, nur da nicht. Dankeschön. Also werde ich mir noch was einfallen lassen müssen, damit ich da überhaupt ordentlich bauen kann. Ja, hier ist das Ganze jetzt schon mal in Bewegung, wie sich das Ganze drehen wird. Also wir haben den Mechanismus drin. Allerdings, ja, die Achsen halten nicht alle immer so super toll. Und diese Kurbel, da dieser Pin, der hat Friktion. Auch ganz toll, wenn man da kurbeln möchte. Also das ist ätzend. Also man braucht schon, ja, ich weiß nicht, Kraft oder eine doofe Handhaltung, um das Ganze zum Drehen zu bringen. Das hat mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen. Und wie gesagt, hier diese Achsen haben jetzt auch nicht den besten Halt. So, Bauabschnitt 2 ist rum, wir kommen zu 3. Und so sieht das Ganze jetzt schon aus. Ja, und hier sieht man, ah, immer noch, es lässt sich ganz fantastisch durchdrücken, die Ecken. Ja, auf der Seite nicht. Ja, ich bin eine Cleverle. Ich habe da einfach meine eigenen Steine aus einer Classic-Serie von Lego drunter gelegt. Und dann funktioniert das Ganze auch. Also man klockt die einfach hier so ran. Und dann funktioniert es auch mit dem Nachbarn. Ne? Also es ist furchtbar gewesen, dass der vorherige Bau. Und ich wollte mich jetzt einfach nicht weiter quälen. Jetzt hält das Ganze. Und Ende Gelände. So, der Rest ist eigentlich okay. Die Teilequalität ist bisher völlig in Ordnung. Es hält alles soweit, bis auf, ja, die Seiten. Das zeige ich euch mal hier. Also hier diese Deko-Teile, da ist die Klemmkraft einfach beschissen. Und da haben wir ein paar richtige Ausreißer wie den hier. Also das habe ich 20.000 Mal abgerufen beim Bau. Das war nervig und man sieht, dass es hält null. Absolut null. So, Bauabschnitt Nummer 5 beendet. Und ich bin ganz ehrlich, hätte man es mir nicht gesagt oder hier Lego-Steine verwendet, hätte ich gesagt, das ist das Lego ja, Karussell, denn das ist sich schon wirklich sehr ähnlich, so vom Optischen, wie man was baut. Das hier war im Prinzip wirklich, hat mich stark daran erinnert. Natürlich sind hier Unterschiede, übrigens hier Drucke, wunderbar. Was mich sofort total gestört hat hier bei den Dingen, außerdem, dass sich das nicht wirklich toll drehen lässt, ist, hier sollten Aufkleber drauf. Warum?
Und vor allen Dingen, es waren nur drei dabei und sollten vier hin. Also das hier verstehe ich nicht, das sieht doch keine Sau. Und dann sind die auch noch ein bisschen dreckig, die Steine. Und wie das mit Weißen halt immer ist, die sind irgendwie wie so schmotterig. Naja, das ist so ein Kritikpunkt aktuell. Ich weiß, der Preis haut's raus. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren, das ist wirklich bis dahin spaßig. Also hier ist auch wieder so ein Beispiel, das hat einfach keiner mal gebaut. Hier soll man jetzt einfach das hier oben so drauflegen und dann nach und nach die einzelnen Tiere einfädeln. Das hat einfach keiner mal gebaut, weil das hängt hier ja einfach nur so, ja, so blöd da rum. Und egal wie viel ich da fädel, das passt so gut wie gar nicht auf das Ding da drauf. Das heißt, so diffizil soll ich das jetzt alles einfädeln. Also spart euch den Mist, macht erstmal das hier, alle Räder oben drauf, damit das wenigstens mal saftig auffliegt. Das hat nie einer gebaut. Das ist einfach mal am Computer konstruiert und dann macht das mal so. Eine Frickelei, das ist ja Quatsch. Wenn man das fertig hat, glaube ich aber auch hier, das ist eine Sollbruchstelle, weil diese Axt, die halten nicht wirklich gut. Also das kann man ganz leicht rausziehen. Ich bin mal gespannt, ob das im Betrieb überhaupt standhält oder ob das hier dann ja ständig das Dach abmachen und die Reifen wieder neu postieren. Bin ich mal gespannt. Und hier, das ist auch wieder so ein Beispiel für nicht wirklich gute Klemmkraft. Das ist sehr, sehr schade, weil der hängt nur an einer Noppe da dran und das klappt gar nicht. So, und dann gucken wir uns beide Sets doch einfach mal aus der Nähe an. Vorweg, das Ganze hier hat einfach ein paar Fehler. Das sieht man jetzt beispielsweise hier schon an den Achsen, die nicht so immer hundertprozentig passen. Ja, es zieht sich halt immer mal in doofe Richtung. Ein weiterer Kritikpunkt ist, das werde ich gleich euch mal direkt live zeigen, hier dieser Uhu oder Eule, wenn ich da jetzt dran drehe, der rutscht immer mal wieder durch. Zack, gesehen? Da ist er durchgerutscht. Das nennen wir es mal Rentier, sieht jetzt auch nicht wirklich glücklich aus. Ja, wie soll ich das beziffern, das Rentier? Ich habe mir auch nicht die Arbeit gemacht, hier diese Kordel hier durchzufriemeln. Das war mir ehrlich gesagt zu viel Doofarbeit. Habe ich gelassen. Ja, dann haben wir hier einen Schlitten. Ich kenne leider die Märchen von Hans Christian Andersen nicht gut. Dann haben wir hier ein Schiff. Und hier hinten kommt, oh, komm schon hier, ein Seepferdchen. Das ich ganz gut gelöst finde. Vom Bau her war die Steinequalität da aber relativ mau. Gehen wir mal hier hin und dann zeige ich euch auch mal einen riesengroßen Kritikpunkt, den ich habe. Nämlich die Aufkleberqualität. Die Aufkleberqualität ist wirklich scheiße. Und bom. Und gerade hier hinten an diesem Spiegel seht ihr das. Ich hoffe, man kann es gut erkennen, dass dort wieder mal ein Aufkleber über vier verschiedene Platten geklebt wurde. Fünf sind sogar. Und die sind auch noch unterschiedlich dick, die Platten. Also man fühlt richtig, dass die unterschiedliche Dicke haben. Diese Pizzaecken oben und in der Mitte dann die 2x2 Fliese. Das sind unterschiedliche Dicken. Dann haben wir hier Aufkleber, die sind nicht der Rede wert. Ich frage mich bis heute, warum ich die dran gemacht habe. Das ist ja wirklich grausam. Und der vierte hat gefehlt. Der war gar nicht dabei. Dann geht es weiter mit den Kuriositäten. Das ist ein hässlichster Aufkleber, den ich seit langem gesehen habe. Ich ärgere mich so sehr, dass ich den überhaupt drauf gemacht habe. Das ist grausam. Dann ist das Ding auch nicht volldeckend, sondern leider durchschimmernd. Bah! Also das ärgert mich wirklich massiv. Das ist Schiss. Da muss man einfach mal ganz offen und ehrlich zugeben. Da ist die Qualität noch nicht auf dänischem Niveau. So, nächster Kritikpunkt. Das ist lahm, das Teil. Wenn ich hier kurbele, der braucht ewig, um rumzugehen. Vielleicht schließe ich nachher mal zwei Motoren an, dann seht ihr das. Ja, da geht die Kurbel geht auch immer mal wieder ab. Also das braucht Ewigkeiten, um einmal rumzukommen. Was ist denn schön an dem Ganzen? Ha, da gibt es eine Menge, kann ich euch sagen. Da gibt es eine Menge. Jetzt gehe ich mal wieder ran. Boop. Wir haben hier Drucke dort. Wir haben tolle Farben dort. Und hier übrigens auch Drucke. Das sieht alles ziemlich gut aus, muss ich wirklich sagen. Aber halten tut es nicht immer genial. Also wir haben Unterschiede in den Qualitäten. Alles, was hier Platten ist, ist wirklich top. Alles, was in irgendeiner Form so Deko-Sachen sind oder so einmal eins, das hält nicht gut. Das Rot hier sieht furchtbar billig aus. Also wirklich ganz, ganz greislich. Wenn man das vergleicht mit anderen Herstellern, ist das wirklich nicht so toll und man sieht auch die Farbabweichungen. Hier jetzt beispielsweise der Stein hat eine andere Farbe. Auch hier die Weißen, das ist einfach eine furchtbare Klemmkraft, das hält nicht so wirklich gut. Ja, und da kommt wieder der Aufkleber, der Aufkleber des Grauens.
Aber das sind auch so ziemlich mit der Problematik hier unten drunter. Ich hatte es euch gezeigt gehabt. Oh, das kann ich jetzt gar nicht mehr so richtig toll hochheben. Da fällt was runter, weil es nicht gehalten hat. Die blauen 2x4 sind von mir. Ohne das wäre das nicht aufbaubar gewesen. Also warum die das nicht reingemacht haben? Chinesische Steine kosten doch nichts. Haut sie doch drauf, was soll denn der Geiz? Also das kapiere ich einfach nicht, warum man das nicht macht. Jetzt ist hier oben leider die Fahne abgegangen. Ja, ich zimmer sie nachher wieder drauf. Überall Drucke. Wenn ich das vergleiche, das war bei Lego echt schlimm. Aufkleber, Druck. Das musste man alles machen. Das ist natürlich semi-optimal. Ansonsten dreht es sich wesentlich schneller. Das machen wir jetzt mal im Vergleich. Und einmal zurück. Pop. Das dreht sich viel schneller. Und die Figuren wirken wertiger. So ehrlich muss man sein. Dafür ist aber hier viel mehr Detail dabei. Also wie gesagt, es ist viel mehr Deko-Sachen mit dabei, die man auch einzeln bauen muss. Das macht schon mehr Spaß, als eine solche Paneele hier einfach mal reinzuklemmen. Insgesamt, was macht denn hier die Friends-Figur da drin? Ich wollte doch keine Figuren zeigen. Insgesamt, kann man das jetzt vergleichen? Es ist eine gute Frage. Das hier stammt aus dem Jahre 2017. 2600 Teile zu 2592 Teile. Also roundabout das Gleiche. Hier waren 7 Figuren dabei, die habe ich jetzt nicht gezeigt. Und so ein kleines Kassenhäuschen, nicht der Rede wert. Hier waren 4 Figuren für China dabei. Im deutschen Raum gibt es die nur ohne Figuren. Ist auch okay so. Das kostet 63 Euro. Dafür habe ich es gekauft. Das hier habe ich für 150 gekauft und das war schon reduziert. Ja, da sieht man dann einfach schon die Unterschiede zwischen Nicht-Lego und Lego. Es ist einfach sauteuer. Aber es hat halt auch ein paar Macken, die es hier auch hat, aber die verzeihe ich der starken Wertigkeit sehr, sehr stark. Weil es fühlt sich alles etwas besser an als hier. So ehrlich muss man da sein. Mein Herz hängt schwer. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Gute ist, ich muss mich nicht entscheiden. Ich habe sie ja beide. Und beide sind auch gut auf ihre Art und Weise. Und sehen zusammen wirklich schön aus. Und darauf kommt es ja an. Die beiden vertragen sich. Die beiden tun sich nicht weh. Die sehen wunderbar gleich im Regal aus. Und damit ist für mich dann der Sieger ich. Weil ich sie beide habe. Tja, mein Hauptkritikpunkt an dem Merry-Go-Round ist, es sind nicht alle Teile wirklich richtig gut. Optisch ist es wunderbar. Ja, hierüber brauchen wir nicht groß reden. Das fährt einfach unheimlich lahm. Und dann hakt es auch leider an der einen oder anderen Stelle. Das finde ich auch nicht so wirklich schön. Das Lego dreht einfach deutlich besser, runder, schöner und auch schneller. Das ist gemein, denn es hat 150 Euro gekostet, während das hier im Prinzip jetzt für 60 Euro zu haben war. Jetzt ist die große Frage, schmerzt die Steinequalität so stark, dass man sagt, Mensch, 60 Euro ist jetzt kein Schnapper mehr? Oder sagt man auf der anderen Seite, ich finde es ziemlich perfekt, muss ich sagen, das Lego-Karussell. Oder sagt man da, die 150 Euro, die es auf Straße kostet, die haben jetzt so weh getan, dass es auch das tolle Design nicht mehr hergibt. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe einfach das Lego-Karussell. Es ist einfach vom Anpackgefühl viel wertiger. Dafür kann man aber nicht sagen, dass das hier lieblos ist. Das ist wirklich mit viel Liebe zum Detail gemacht. Es sind tolle Verzierungen dran. Es ist schön. In manchen Sachen aber auch nur gut gemeint und nicht gut gemacht. Das trifft es, glaube ich, ganz, ganz gut. Die Aufkleber sind scheiße, also echt scheiße. Die Steinequalität in manchen Ecken auch richtiger Mist. Die Farben auch so ein bisschen so billig. Also das Rot ist einfach eklig, muss ich echt sagen. Ganz ekelhaft falsch wirkt das schlecht. Aber es ist halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her echt Wahnsinn. Wahnsinn, was einem da geboten wird. Und ich glaube nicht, dass es aus so viel verschiedenen, aus so viel unterschiedlichen Fabriken herkommt. Naja, ich habe wohl meinen Favoriten der Herzen und einen Favoriten der Vernunft, was jetzt zumindest Preis-Leistung angeht.
Wie seht ihr das? Schreibt mir aber gerne einen Kommentar drunter. Ansonsten hoffe ich, ich habe euch ein bisschen Spaß bereitet. Ihr konntet ein bisschen Einblick gewinnen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 2020 raus, sondern erst im Jahr 2021. Und das ist schon wieder zu lang. Einmal haarlos, wenn man so will, möchte ich euch mal zwei Sets vorstellen. Auf der einen Seite das altbekannte, das ist ja auch wieder Quatsch. Hallo, ich grüße euch. Neuer Look für das Jahr 2020. Habe ich mir mal so richtig mit Strahlelampe oder machen wir es lieber so indirekt? Ach, ich mag die Strahlelampe. Komm. Nee, ich mag sie nicht. Heute gefällt es mir irgendwie nicht. Kommt mir irgendwie so künstlich vor.